Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir gemeinsam das Gebiet hier abgeschlossen, sprich die letzten Crocs von der Ranelspitze geholt und somit das Gebiet vollständig von Crocs befreit, also gesagt, alles erkundet von Crocs her. Die Nebenaufgaben sind zwar immer noch da, aber die machen wir dann irgendwann nach. Jetzt habe ich mich, eigentlich wollte ich ja direkt hier im Gebiet anfangen. Aber dann habe ich mich entschieden, erstmal zur großen Fee zu schauen, um zu gucken, ob wir eventuell ein paar Feen erstens mitnehmen können. Die sind immer gut. Wir haben zwar Mifas Gebet, aber wenn wir das benutzt haben, dann braucht es ja eine gewisse Zeit, um sich wieder aufzuladen. Anscheinend keine Feen, schade. Und damit wir gleich mal gucken können, ob wir eventuell ein paar Sachen verbessern können. Ist natürlich auch wichtig. Klein wenig zu verstärken. Alles dann können wir ja nicht verstärken. Damit haben wir genug Sachen, um den Stufe 1 hochzukriegen hier. Danke. Also ich denke, danach gehen wir tatsächlich nach Akala und holen uns die zweite Fee, damit wir das auch mal fertig machen können. Verstärken bitte. Xalfos-Horn, das geht ja. Aber da müssen wir, wenn ich mich nicht täusche, haben wir schon bei den Steintafeln, als wir Richtung Sora-Gebiet gefahren sind, gegangen sind, auf der Steintafel einen Hinweis gekriegt, wo sich der Helm der Soras befindet. Und den werden wir hoffentlich, während wir Kunden finden. Verstärken bitte. Wir haben nämlich noch... Oh, wir haben genug Sputlinge, das passt. Aber halt gerade so, ne? Wir können auch gleich überprüfen, ob ich mich letzte Folge verplappert habe, dass wir Stufe 2 brauchen, um den Z-Bonus zu kriegen, oder ob der Stufe 1 auch reicht. Das werden wir jetzt sehen. Sag mal her. Das werden wir jetzt gleich anziehen. Und dann werden wir sehen, ob wir den Set-Bonus brauchen. Und fertig. Ja, du kannst also nichts mehr machen, weil ich alles verbessert habe, was ich verbessern konnte. Dann gucken wir mal rein in die Tasche und ziehen das ganze Set mal an. Nein. Haben schon erst ab Stufe 2. Aber egal. Stufe 2 geht ja auch vollkommen in Ordnung. Also müssen wir halt nur die zweite Fee holen gehen. Und die ist dann neben dem Zora-Gebiet. Ja, eigentlich schon, ne? Das ist ja neben Zora-Gebiet. Hier in dem Gebiet ist die Fee, hier drin ist der zweite Titan und ich glaube, wir gehen von da, da. Da ist in dem Gebiet, glaube ich, Maronus und das heilige Bannschwert, was wir uns eventuell vor dem Titan holen. Aber ob wir das auch vor dem Titan holen, das müssen wir noch überlegen. Das habe ich bis jetzt nämlich, als ich 2018 das letzte Mal das Spiel angepasst habe, nicht gemacht, dass ich das Bannschwert vor dem Titan hatte, weil wir wurden ja schon bei den Soras angesprochen, dass wir unser Bannschwert nicht mehr haben. Und ich will wissen, was passiert, wenn wir zu den Leuten gehen, wenn wir das Bannschwert schon haben. Dadurch werden wir vielleicht bestimmt interessante Gespräche gezeigt. Hier unten drin ist ein Croc. Oder hier oben drauf. The fuck, was ist hier los? Ich glaube, ich hole mir erstmal die Sachen von dem ganzen Wächtern. Die haben wir lange nicht mehr gesehen. Die letzten Wächter, die wir gesehen haben, waren auf den Zwillingsbergen. Also diese Wächter. Nano-Wächter hatten wir ja genug in den Schreien. Aber die sind ja auch nicht so heraus. Gut, nicht so herausfordernd, würde ich gerade sagen. Dabei bin ich ja selber zweimal gegen die Nano-Wächter draufgegangen in den Kraftproben.
Unten drin ist, glaube ich, der Grog. Tatsache. Dann gucken wir erstmal nach. Ist hier eventuell irgendwo eine Truhe im Gewässer? Nein. Dann holen wir uns den Apfel und somit auch den Grog. Ich wollte ihn nicht essen. Ich wollte ihn in die Schale werfen. Ja, egal. Dann haben wir halt uns damit mit dem Apfel geheilt. Und ich habe geguckt, als ich mich teleportiert habe, off-cam. Wir sind bei jetzt 148 Crocs. Also die 150er Marke haben wir bald geknackt. Warum ist der... Warum ist das Licht immer noch da? Ich war doch auf dem Punkt drauf. Oder muss ich dafür hier oben drauf? Gehe ich halt da oben noch schnell drauf. Okay. Danke. Gut, dass ich hier laufen kann. Jetzt ist der Punkt verschwunden. Passt. Dann gehe ich jetzt zu Blau runter. Weil dieses Gebiet dürfte vielleicht ein paar neue Schreine für uns haben. Alter. Und ein paar andere Sachen. Alter. Anvisieren, Link. Danke. Meine Schreine hatten wir, wollte ich gerade sagen, lange nicht mehr, aber es wäre auch gelogen. Wir hatten ja schon ein paar Schreine, aber wir müssen auch mit den Schreinen nachkommen. Es gibt ja, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, mit dem DLC über 150 Schreine. Oder 120 bis 150, ich weiß die genaue Anzahl nicht mehr, leider. Auf jeden Fall über 120. Und da ist es wichtig, dass wir die auch langsam alle mal finden. Ah, direkt eine Truhe hier. Die nehmen wir gleich mit. Ein Soldatenschwert. Dafür ist kein Platz. Brauche ich die Axt unbedingt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich nehme lieber das Soldatenschwert mit. Glaube ich besser so. Dann gehen wir, glaube ich, auf grün. Dann auf gelb. Und dann holen wir uns den Grog im Wald und, glaube ich, ist da auch ein Stall, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ist das ein normaler Exalfos, oder? Ja, der legt sich gerade zum Anpassen um die Umgebung. Dann sind hier noch ein Haufen Exalfosse. Ah ja, genau. Hier sind wir ja Richtung Sora-Gebiet. Da sind wir auch durch, als wir Richtung Sora-Gebiet sind. Hier sind ein paar Gegner unterwegs, ne? Der Exal-Bumerang zerbricht gleich. Apropos. Könnt ihr die Medizin jetzt schlucken? Ah, da sind wir deutlich schneller unterwegs. Deutlich schneller. Super wichtig. Spurtkröte passt. Die brauchen wir, damit wir mal wieder Spurtmedizin herstellen können. Das sind sehr wichtige Sachen. Oder sehr wichtige Materialien, die wir brauchen. Spurtmedizin. Können wir schneller erkunden. Den Apfel, da müssen wir wieder in Ruhe lassen. Irgendwie immer der gleiche. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Geht ja easy. Tschüssi. Ah, da hinten ist mein Apfel. Na, ich will erst den Holzpfeil. Holzpfeil. Hä? Okay. Oder ist es, wenn ich mit 2 in der Waffe dagegen, mit einer 2 in der Waffe, wenn ich dagegen schlage, so, fällt gleich der Apfel runter. Ich dachte, das ist bei normalen Waffen genauso. Ja, habe ich mich wohl geirrt.
Naja. Dann passt es ja. Dann gehen wir jetzt trotzdem weiter und holen uns diesen Rock da auf Gelb. Aber wo mein Pferd steht immer noch bei. Ist das ein Elektro? Ja, das ist ein Elektro-Pyroma. Was habe ich denn schon mal besiegt? Wenn ich kein Foto habe, dann nein. Doch, habe ich schon. Doch, klar, bestimmt habe ich den schon mal besiegt. Und der zerbricht jetzt. Alter, willst du mich verarschen? Eislanze. Und easy. Haben wir einen Elektrostab jetzt auch dabei. Stimmt, wenn ich mich nicht irre, war ein Elektro-Pyromagus sogar den ersten, den wir besiegt haben, kann es sein. Bin mir aber nicht sicher. Egal. Egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erst weiter hier und holen die ganzen Crocs. Oder gucken uns hier. Nee, das ist nicht Hippone. Ah ja, ja. Basis. Und wie ihr schon merkt, wenn ich den früher loslasse, dann muss ich nicht andauernd ganz abwarten, bis es wieder voll aufgeladen ist und es schlägt trotzdem noch mit der Kraft, die man drauf tut, zurück. Also würde ich euch empfehlen, wenn ihr nicht so lange warten wollt und ihr wisst schon, der fliegt weg, der Stein oder was ihr auch immer mit dem Stasis eingefroren habt, dann lasst einfach los. Geht einfach nochmal drauf und befreit es wieder vom Stasis. Wenn ihr draufgeschlagen habt, solltet ihr das Momentum, was ihr aufgebaut habt, schon reichen. Wie ihr gerade gesehen habt, ich habe es eingefroren, draufgeschlagen und es wieder aufgelöst und es ist trotzdem weggeflogen. Halt kurz still, Eselchen. Ich unterhalte mich bloß mit diesem jungen Mann, dann bin ich wieder ganz für dich da. Schließlich hast du dir auch so viel Mühe gegeben, all unsere Waren bis nach Kakariko zu tragen. Nun zu dir. Wie kann dir geholfen werden? Ja, hast du die Pakete auf unserem Eselchen auch gut im Blick? Willst du meine Ware sehen? Frischfleisch und Gemüse, beste Qualität aus Kakariko. Ja, ich glaube, die Spurtkarotten nehme ich mit. Wiedersehen. Obwohl, Spurt essen? Naja. Ist dann wahrscheinlich vielleicht Verschwendung, aber. Nee, muss nicht unbedingt Verschwendung sein, ne? Gehen wir erst zum Feuer und danach zum Krog. Da sind wieder Rehe. Ach, das ist ein. Nein, es ist nicht. Es ist kein Monsterlager. Da sind Leute, die brauchen meine Hilfe. Jungs, greift mich an. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4. Den Boomerang kann ich nicht mitnehmen. 3, 4 und ihr seid jetzt damit hin und die Leute sind in Ruhe gelassen worden. Sind es vielleicht die Maxi-Trüffelsucherinnen, die wir schon getroffen haben? Wenn es die sind, dann ist es ja. Finde ich wär's witzig. Mianti, grandios, du bist wirklich stark, wir sind gerettet. Das hier ist ein kleines Dankeschön für dich, nehme es ruhig an. Kraftfleischspieß, danke. Es war nirgends von mir sicher, selbst in den Dörfern und Städten nicht. Ich muss härter trainieren, wenn ich meine Liebste beschützen will. Wir bereisen zusammen die Welt, um eine Blume namens Prinzessin Enzian zu finden. Natürlich wissen wir, dass es mit all den Monstern hier draußen gefährlich ist, aber ich wollte es unbedingt mitbekommen. Solange wir nun zusammen sind, werden mein Mann und ich mit allem fertig. Das wollte ich nicht.
Aber naja, wenn ihr so glücklich seid, dann macht's gerne. So, ich weiß schon, dass hier ein Schrein ist. Den habe ich ja schließlich auch mal markiert. Aber ich suche jetzt eher diesen Krog. Wo könnte dieser sich verstecken? Da ist erstens mal wieder... Ah, das ist ja... Stimmt, ich habe ja gesagt, das ist wahrscheinlich ein Stall. Dieser fette Baum, kann ich mir vorstellen. Der ist zufälligerweise in der Mitte. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Der Baum hier? Erstmal außen rum gucken. Ich weiß gerade nicht, ist es der Baum? Der kommt meiner Markierung am nächsten hin. Hä? Irgendwo hier soll ein Krog sein. Große Maxi-Rübe. Ist der vielleicht in dem Baumstumpf drin und ich übersehe ihn gerade einfach nur? Das könnte ich mir nämlich schon vorstellen, dass da irgendwo in so einem Baumstumpf drin ist. Und ich ihn deshalb übersehe. Was sind das hier denn? Pittling. Ha, anscheinend einen Pilz, den wir noch nicht hatten. Pittling, ein sehr seltener gelber Pilz, schwer zu finden, hat dafür aber auch einen ganz besonderen Effekt. Er steigert vorübergehend deine maximale Ausdauer. Ah, bin ich dumm? Hier ist ja der Krog. Fuck, ich bin tausendmal vorbeigelaufen. So kann man natürlich auch rangehen. Ja, ich hab dich entdeckt, mein Freund. Die Frage ist, wie komme ich hier nur runter? Mit Anlauf? Ja, hat funktioniert. Haben wir hier ein Schrein und wieder ein Stall am Start. Rüstgras, eine robuste Heilpflanze, die nicht abbricht, wenn man auf sie tritt. Ihre festen, aber flexiblen Fasern erhöhen die Abwehr, wenn man sie gerichten untermischt. Ah. Ja, dann. Stall der Sümpfe. Okay, was bist du denn für einer? Wie liegt denn der Hund jetzt da? Oh, ach nö, noch ein Mann. An diesem Stall trifft man nur Männer. Was ist das hier? Ein doofer Stall voller Männer. Letztens kam ein Sora, dachte ich. Aber es war irgendein so ein Prim, sei mal zu dich wieder ein Mann. Nur Satori gibt mir einen Trost. Satori? Tja, Satori, Shodi, mein Leben ist eine lange Geschichte. Willst du sie hören? Lass hören. Dann fange ich mal an. Hast du von dem seltsamen Berg gehört, um dem Tiere nur zu bestimmten Zeiten erscheinen? Ich dachte, dass man dort sicher ordentlich was verdienen kann und habe mich auf den Weg gemacht. Ich wollte jagen und mir so eine goldene Nase verdienen. Wie geht's weiter? Also gehe ich zum Berg und warte darauf, dass die ganzen Tiere erscheinen. Und dann kommt da dieser schmutzige Köter, eigentlich noch ein Welpe. Vielleicht wurde er von seinem Rudel getrennt oder was von seinem Besitzer ausgesetzt. Oder wurde von seinem Besitzer ausgesetzt, keine Ahnung. Jedenfalls bettelt er mich um Futter an. Also habe ich ihm was gegeben. Eines Tages bin ich nachts eingenickt. Und als ich aufgewacht bin, steht dieses leuchtende Ding vor mir. Hat mich kalt erwischt, ich konnte mal nicht mal meinen Bogen ziehen. Und ich habe es einfach nur angeglotzt. Das Ding kam näher, als wollte es mich einfach zertrampeln. Da springt plötzlich der Welpe, den ich gefüttert habe, zwischen uns. Er bellt das Ding an, das sicher zehnmal so groß war wie er. Er wollte mich beschützen, obwohl er selbst gezittert hat wie Espenlauf. Das Ding zuckte überrascht zurück. Und ich griff mit dem Welpen. Ich greife mir den Welpen und renne heiß über Kopf den Berg herunter. Klingt elegant. Eleganter als es war. Und das ist meine Geschichte. Der seltsame Berg ist der Satori-Berg im Westen des inneren Hyrule. Und der Welpe von damals ist mein Satori hier. Ich sage dir, wenn du deinen Mut wirklich auf die Probe stellen willst, dann geh und such dieses Ding.
Ich weiß, glaube ich, was er meint. Diesen Berg haben wir schon oft in der Nacht gesehen. Wenn ich erkundet habe, in der Nacht hat öfter mal so ein Berg angefangen zu leuchten einfach. Und das ist der Berg, von dem er redet. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal diesen Schrein hier. Und erstmal den Stempel weg. Und kümmern uns jetzt um diesen Schrein. Unser erstes Gewitter hat gerade angefangen. Oder hatten wir schon mal ein Gewitter? Kann sein, dass wir das auf der Hyrule-Brücke schon mal hatten, oder? Glaube ich schon, dass wir auf der Hyrule-Brücke mal ein Gewitter hatten, oder? Ich glaube. Was ist das für ein Schrein? Schimmelndes Wasser. Ah fuck, hier gehen ja die Medizin auch noch weiter. Das finde ich kacke. Wieso können die den Schrein nicht wie Mifas Gebet einfach aufhören? Das finde ich auch schon geil. In den Schreien funktioniert Mifas Gebet nicht. Und ich verrate jetzt mal nicht, was man von den anderen kriegt, aber wir kriegen ähnliche Fähigkeiten. Also wir kriegen Fähigkeiten, sagen wir es so. Und alle sind einfach in den Schreinen ausgeschaltet. Das finde ich beschissen. Aber dann sowas mit Medizin funktioniert natürlich, gell? Na, nur Wächter. Hallo? Gut. Dann halt nicht. So einfach kann es gehen, ne? Ich will die Truhe aufmachen, nicht runter. Öffne die Dreckstruhe. Danke. Antiker Reaktorkern. Oh, der ist wichtig. Dieser Energiekristall wurde mit Hilfe einer verlorenen Technologie hergestellt. Er soll Maschinen als Energiequelle gedient haben. Und der Forscher ein begehrtes Objekt. Das ist wichtig, weil mit diesem Ding können wir unser Stasis-Modul verbessern. Das ist extrem wichtig. Extrem gut, dass wir es jetzt gefunden haben. Mit das können wir tatsächlich unser Stasis-Modul. Also fehlen nur noch zwei Stück und unser Stasis-Modul ist auch dann verbessert, so wie die Bomben. Und down. Kommt jetzt nochmal was? Wo auch immer diese Flosse hierher kommen. Da willst du mich verarschen? Da komm, da will ich hinter. Schaffe ich das mit dem Zora-Gewand? Bitte sag, ich schaffe das mit dem Zora-Gewand. Bitte sag, ich schaffe das. Nein, komm. Das will ich nicht. Ich will noch nicht runter. Allein, weil ich hier runterfalle. Gut, dann gehe ich mit meinem... mit meinem Cryo-Modul voran. Willst du mich verarschen? Ja, egal. Ich komme jetzt wenigstens dahinter. Und es war hoffentlich die letzte Truhe. Ritterschwert. Ja, dafür mache ich Platz, ey. Dafür mache ich verdammt nochmal Platz. So. Und damit haben wir alle. Truhen. Ich wollte hier hoch. Dann halt nicht. Gut, ich wollte eigentlich fliegen. Passt. Dann funktioniert es also auch nicht. Alter, zweimal in den Drecksschreien gestorben. Willst du mich verarschen? Oder gestorben sind wir nicht, aber runtergefallen halt. Jetzt
Dann sind wir wenigstens jetzt fertig mit dem Schrein. Ist meine Prüfung gemeistert, danke. Dann sind wir wieder voll mit Herzen, also 8 Stück haben wir jetzt. Wir sind bei 8, also jetzt hat uns wieder geheilt. Wir haben jetzt 3 Zeichen der Bewährung, sprich einen Schrein noch und wir können uns wieder ein Herz holen gehen. Dann haben wir 9. Wir kommen immer weiter den 15 Herzen zu. Also die erste Reihe an Herzen. Wenn wir die haben, dann kann ich mal auf den zweiten Ausdauer gehen. Oder davor, wenn die Ausdauer mir zu wenig wird. Es gewinnt immer noch. Na dann. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende die Folge hier und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Euer Gladius.